Zeit mit Gedanken an die neuen Maschinen verschwenden. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy. Ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her. Und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. In meinem Werrak jagt man entweder... gut oder überhaupt nicht. Vor jeder Jagd mache ich mir bewusst... Man kann gar nicht zu viel Ehrgeiz haben. Ein Werrak ist immer nur so stark. Etwas Vorrat.
Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Der ist echt sauer. Das scheinen wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Kennt ihr drei zufällig einen Osserer in Sangesgrund namens Burgrenz? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrenz Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Hinter uns. Ah!
sagt ein wahrer Jäger. Und jetzt können wir entspannen. Na schön, Fremde. Du wolltest mit uns über Burgrand reden. Reden wir. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrand was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es braucht nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrand. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrand... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrand. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Von hier ins Sonnenreich? Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir, so weit es geht, von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrand wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Okay, du kämpfst ganz in Ordnung. Da ist die Herde. Alle bereit? Ha, im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's, auf sie, Feuerfäuste! Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. Okay.
Es gibt kein Zurück mehr. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht's besser. Aloy, hast du das Bauteil? Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr's Burgrenn zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein. Wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onnekut ihre Treue vor und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die, die Stellung bezog. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatai? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Onnekut, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Onnekut. Grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben, aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatai. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen es? Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Eine Spur von ihnen. Da muss ich wohl warten.
Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit? Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Fürchterlich! Bin echt beeindruckt, Tulemark. Wusste nicht, dass du den Namen Heißer Habichte noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Jede Maschine hat eine Schwäche. Die erledige ich. Das hat er sicher gespielt. Thank you.
Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. So, das ist das letzte Teil für Burgrend. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste, bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Verak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Verak werden, den sie sich wünschte. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrend. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt hin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Urschleimer erfrieren? Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Seht euch um. Seit ihr Ban-Ur verlassen habt, habt ihr mehr Maschinen erlegt als andere in einem Jahr. Zersplitterte Herzen, stimmt's, Urkai? Es war nicht zersplittert. Aber ihr habt einen Donnerkiefer für das Herz erlegt. Das stimmt. Also, blöde Idee. Aber was, wenn wir die Splitterherzen wären? Weißt du was? Mir gefällt das sogar. Ja, ist ziemlich gut. Danke, Aloy. Dass du erkennst, wer wir sind. Ich bin froh, dass wir dich getroffen haben, Aloy. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Burgrend, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Ey, weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt die Splitterherzen nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn deine Lungen nach Luft schreien, wenn deine